Ein bisschen Angst, ein bisschen Unsicherheit, wie es alles laufen soll. Das ist eine Riesenchance, auch das jetzt mal so diese Klaviatur bedienen zu können. Bei mir in der Firma kommen auch schon alle und ja, musst du unbedingt erzählen, was du da gemacht hast. Im ersten Moment dachte ich wirklich, wie passe ich denn hier rein? Ich finde es sehr spannend, dass es eben keine so eine klassische Personalentwicklungsmaßnahme in Anführungszeichen ist. Also was ich mir wünschen würde, ist bestimmt, dass ein bisschen mehr Leichtigkeit da reinkommt, auf jeden Fall. I feel like this is something I have been looking for my whole life. Dieses Projekt hilft uns, viel näher wieder heranzurücken, um selber miterleben zu können, was wir da eigentlich tun. Also der Sinn dessen, was wir tun, wird für uns plötzlich erfahrbar in diesem Projekt. Wir sind als Manager dieses Unternehmens so distanziert von dem, was an Wirkung eigentlich entsteht. Und das Projekt hilft uns, dort wieder stärker zu spüren, was wir dort tun. Und es wird uns auch helfen, über die Geschichten, die wir erzählen können, die wir erleben werden dabei, auch unseren Mitarbeitern zu zeigen, woran sie da arbeiten. Wir sehen eine langfristige Entwicklung nur selten. Das heißt, wir haben immer wieder ein begrenztes Zeitfenster, wo wir mit den Teilnehmern arbeiten. Dann sind wir aber oft wieder raus und sehen gar nicht die langfristige Wirkung an der Stelle. Wir haben immer gedacht, wir bieten Seminare an und verkaufen die. Und wenn das gut läuft, dann bieten wir noch mehr an. Und dann haben wir aber gemerkt, da steckt noch was dahinter. Da gibt es noch eine dahinterstehende Dimension. Was macht das Projekt eigentlich so einzigartig oder so spannend ist, dass hier 12 unterschiedliche Leute mit völlig unterschiedlichen Hintergründen, Lebensläufen eine einmalige Möglichkeit bekommen, über 2 Jahre hinweg die unterschiedlichen Weiterbildungs-, Bildungs-, Entwicklungsmaßnahmen nutzen zu können. Die können aus der ganzen thematischen Bandbreite sich bedienen. Zeitgleich geben wir ihnen aber auch einen Coach an die Hand, der sie wirklich begleitet. Das heißt, ihnen steht das gesamte Angebot der von Haufe verfügbaren Seminare zur Verfügung. Und sie können sich durch diese Seminare natürlich auf ihrem Weg professionell ausbilden lassen, qualifizieren lassen und parallel immer wieder den Coach kontaktieren, mit dem Coach arbeiten. Und jetzt kommt es in Fahrt. Also alles, was wir vorher gedacht haben und uns überlegt haben, wird jetzt plötzlich real und öffentlich. Das hat mir gut gefallen gestern. Mein Chef hat mir das Projekt vorgestellt und eigentlich bin ich mehr so der Typ, der so vor der Weiterbildung, also so karrieretechnisch bin ich nicht so ehrgeizig, also noch nicht so ehrgeizig und deswegen hatte ich am Anfang gesagt, das ist nichts für mich. Mein Unternehmen sieht irgendwie aus, eigentlich wie ich selber, habe ich oft das Gefühl. Also da gibt es bestimmte Bereiche, die stehen ziemlich gut da. Und es gibt Bereiche, die sind so verkümmert und das sind ähnliche Bereiche wie auch in meiner Persönlichkeit.
Ich finde die Gruppe sehr spannend, weil es so sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe hat. Macht mich fast auch so ein bisschen nachdenklich. Ja, ich bin von Ägypten nach Deutschland gekommen mit einem kleinen Boot. Ich bin verheiratet und Bauingenieur. Jetzt besuche ich einen Deutschkurs. Ich bin Niveau B1. Ich habe in Damaskus als Jura studiert, aber nur ein Jahr. Ich bin jetzt Geschäftsführerin von meinem eigenen Unternehmen seit jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahren. Und ich merke so jetzt mal so nach der ersten Sturm- und Drangphase kommen auch Sachen, die man mit mehr Methode wahrscheinlich besser bearbeiten kann. Wir haben da ja ganz verschiedene Menschen an Bord. Welche, die eigentlich schon ganz fest im Sattel sitzen, sage ich mal, aber auch Menschen, die, bei denen es gerade um wirklich richtig viel geht. Die stehen halt gerade wirklich am Neuanfang. Ich bin Mo. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Also der natürlich sehr bewegt hat mich dann, als die Bilder präsentiert worden sind. Als er dann wirklich irgendwie einen Baum gezeichnet hat, ohne Wurzeln und ohne Äste. Und es waren eigentlich nur die Knospen da, also diese Blüten sind noch gar nicht aufgegangen gewesen. Ja, da muss ich so ein bisschen schlucken. Und natürlich dann auch bei dem Bild von der Nur, die da dann irgendwie so ein ganz dunkles Wasser gezeichnet hat und mit so einem Schiff drauf oder mit so einem Boot, wo sie wohl irgendwie drin war. Also das fand ich schon so, ja, da muss man dann zweimal schlucken. Und ich glaube, der Mo war das, glaube ich, der dann gesagt hat, ich möchte, dass der Krieg vorbei ist. Und dann hatte ich kurz so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, so irgendwie sind so diese Probleme in Anführungszeichen und der Stress, den man so hat beim Arbeiten, und ist einfach irgendwie auf einem anderen Level. I'm not afraid of dying. It's not only the war that I'm running from. I'm running. I want to start a new life. I want to live in a place where I would be accepted, where I can be the real me. Where I don't have to wear masks wherever I go. Entwicklung ist per se nicht leicht, denn die verlangt immer eine Veränderung. Und wir Menschen sind eigentlich so gestrickt, dass wir Veränderungen gerne von uns fernhalten, uns gerne bequem haben und gerne alles so lassen, wie es ist. Und diesen Weg einer Veränderung, den einfacher zu machen, den zu unterstützen, das ist der Sinn dessen, was wir bei der Haufe Akademie tun. Ich glaube, ich wäre gern im Zwischenmenschlichen offensiver, vielleicht ein bisschen weniger konfliktvermeidend. Ich schiebe auch gerne mal unangenehme Dinge auf die lange Bank. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, dass es mir teilweise sehr schwer fällt, irgendwie so ein bisschen im operativen Geschäft zu sein. Ja, also mein persönliches Auftreten. Also ich sehe es jetzt auch in der Gruppe mit den anderen Leuten. Also es, ja, da möchte ich gerne an mir arbeiten auch. Also mir fällt es tatsächlich schwer, dieses Thema Führung von älteren Mitarbeitern, muss ich ehrlich sagen. Die jünger sind, da fällt es mir einfacher. Ich arbeite am besten unter Druck und auch immer in die letzte Minute. Und ich glaube, es bringt nicht immer das Beste. Ich habe den großen Wunsch,
direkt da dran zu bleiben und denen zu helfen, ihre Entwicklungen zu machen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf bei SMILE und dass ich da auch mit meinen Kollegen zusammen auch eine Reise begehe. Da sind viele Punkte, bei denen wir uns noch nicht sicher sind, wie wird das sein. Und ich kann viel lernen. Das finde ich toll. Ich glaube, die Grundidee ist, dass es uns echt Freude macht, das zu tun. Und weil wir einfach mal sehr nah sehen, wie sich Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen entwickeln können, wenn wir tatsächlich all unsere Möglichkeiten, die wir haben, ihnen zukommen lassen. Also wirklich das volle Programm auszuschöpfen ist auf dem Einzelnen. Es ist für uns extrem hilfreich zu wissen, wofür es uns gibt. Welchen Sinn macht es, was wir hier miteinander tun? Dass wir das hervorkehren können und daran arbeiten können und erleben können auch, das ist in vielen Berufsjahren nicht immer selbstverständlich gewesen und ich freue mich riesig auf dieses Projekt. Ich wünsche mir in 2 Jahren eine Anna, die dahinter steht, was sie auch sagt, die sich dann auch so fühlt. Das wäre ganz schön. Das heißt, ich möchte nach den 2 Jahren wirklich wissen, wo sind meine Stärken und auch eine gute Führungskraft sein. Das wäre für mich eigentlich so das Ziel. Nicht nur irgendeine Führungskraft, sondern eine gute Führungskraft. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich das bin in 2 Jahren. Ich bin sehr motiviert und auch sehr optimistisch, dass wir alle zusammen etwas Gutes haben, ganz am Ende. I feel something is changing, even if it's a little bit, even if it's slowly, but at least something is changing to the better. I can feel it. And I think this is important. I can feel it. Freue mich auf die Reise, ja? Und ich hoffe, ihr kommt mal bei mir im Betrieb vorbei. Ja? Würde ich euch sehr gerne zeigen.